Hallo nochmal an die YouTube-Zuschauer. Aufnahme habe ich auch gestartet. Entschuldigung, ich mache dir das leiser. Kannst du hier umstellen. So, ich höre es nämlich leider nicht bei dem Setup. Wenn es hier noch zu laut ist, kannst du das Rädchen links da wegdrehen. Kampagne? Ja, wir werden die Kampagne spielen. Du bist bereit. Machen wir ein neues Spiel. Okay, ich meine, es ist quasi leicht, mittel oder schwer. Wie schwer willst du es haben? Also wenn ich glaube, ich würde leicht anfangen, ist es zu leicht für mich. Oder ist leicht schwer? Nee, leicht ist übel leicht. Scheiße. Nehmen wir am besten die Mitte vielleicht, Standard. Sicher, dass ich das schaffe? Ganz sicher. Ich werde sterben. Ich habe jetzt schon so Angst, ne? Na. Musik ist so bedrohlich. Musik ist sehr bedrohlich. Ladevorgang. Und du bist bereit. Immer das Maximum. Drauf da! Boah, sei es dir mir direkt, dass du auf Veteran spielst. Hätte ich auch machen können. Aber dann hätte ich sofort abgekackt. Weiß gar nicht, ob der Soundgang so gut abgestimmt ist. Sie ist hübsch. Ja. Ich mach's vielleicht ein bisschen. So. Der ist die Story. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Ja, auch im Videospiel haben wir Quarantäne. Scheiße, ne? Überspringen darf man das nicht, oder? Mach ruhig. Wir sind hier für das Gameplay. Okay. Wie geht das denn? Du drückst hier auf diesen Knopf. Auf den da? Ja. Und dann auf Viereck überspringen. Hä? Nein. Hier und dann hier. Ja. Ja, egal. Salzner will auch einfach nur Blut sehen. Ich merke das schon. Ach, das ist wirklich kannst ärgerlich. Kannst du denn zaubern? So als Fee? Oder kannst du nur Salziges zaubern? Salzstangen und so. Vielleicht ist sie auch nur salzig und kann fliegen. Ja. Kann man das auch überspringen? Naja, es ist das Spiel. Naja, fast. Ja, das ist aber... Das ist besser. Oh, es ist dunkel. Ja, du kannst dich bewegen. Damit hier. Wo? Damit? Nein, damit. Oh, meine. Und jetzt? Ja, guck dich um. Klar, mal gucken, was du tun musst. Kann ich hier was anklicken? Nein. Ach Leute, es ist so ärgerlich mit der Cam. Und ich glaube tatsächlich, ich möchte auch... Hier. Country Road. Das hier mal wegmachen. Du musst eigentlich so Horrorlieder singen. Ja, sing mal ein Horrorlied für uns bitte. Eigentlich sind Kinderlieder gleichzeitig Horrorlieder, finde ich. Weil immer wenn man die langsam singt, ist es vorbei. Ja. Hier kann ich nichts anklicken. Das ist irgendwie traurig, oder? Das ist sehr traurig. Ach, ich wollte telefonieren. Oma Hallo! Oma Hildegard. Hast du auch im Fernsehen gesehen, Hildegard? Quarantäne, scheiße. Ah, das war gar nicht ich, okay. Ah, ich dachte, da steht jemand, aber es war nur die Tür. Die ist auch sehr beunruhigend. Ja, was? Von dem Stream sagte sie noch, ich weiß nicht, ob das so lustig wird. Ich hab nie Angst. Ja, ich hab ja auch nie Angst. Ach so. Kann ich hier so einen sicken Mantel anziehen? Oh, hell yeah, das wäre nicht schlecht. Ich glaube, das geht leider nicht. Ich glaube, ich hätte gerne diese Jacke da. Welche? Die blaue oder die graue? Die blaue. Die ist ziemlich oh mein cool. Gott, der Schatten. Ja, das ist dein Schatten. Oh. Wie im echten Leben. Das ist ja eine Überraschung. Ja, aber es ist so dunkel. Wie kann ich dann einen Schatten... Wie kann ich denn dann einen Schatten haben? Drücken Sie X. Ja. Ich wusste nicht, wo X ist. Es tut mir leid. Also, alles gut. Guck mal, das ist ein Spiegel und eine Knarre. Du bist dafür bereit. Nee. Ich bin eine Frau. Du bist eine Frau. Bin ich ein Zombie? Das werden wir herausfinden. Ich sehe aus wie ein Vampir, das gefällt mir.
Ich weiß nicht, das ist ziemlich blutig, aber Vampir. Oh, ich sehe schon. dieser Stream ist übrigens ab 18 Jahre. Ihr wurdet gewarnt. Ah. ich bin so wütend, dass die Cam einfach kaputt ist. Dann ist nicht, dass du gescrollt wärst. War es nur ein Traum, alles easy. Schlimmer. Keine Sorge. Es ist September. Ja. Kann mich diese Stadt mal. Oh, fuck. Ich habe gar nicht gesehen, was Salzfee geschrieben hat wegen diesem dummen Cookie-Ding. Entschuldigung. Ja, egal. Höchstmögliche Schwierigkeit sorgt für höchstmögliche Verbesserung. Alte Gamer sind die krassen Gamer. Also diejenigen, die KP noch alten NES und Games gespielt haben, sind krasser als die, die moderne Nintendo-Dinger zocken. Könnte man sagen, ja. Auf jeden Fall. Ich bin leider nicht so alt. Bei mir war es dann die PlayStation 1, aber da gab es auch schwere Spiele. Sind das ihre Pillen? Ja, sieht so aus. Oh Gott. Hol immer rein, Alter. Geh mal weg von den Drogen. Natürlich kann zum Beispiel, sie kann 1 Milliarde Säcke Salz herzaubern, um auf deine Frage zurückzukommen. Hm? Abo? Das ist ja gefragt, was sie zaubern kann. Salzsäcke. Salzsäcke? Ja. Ein Doggo! Ein Doggo! Oh, er ist bezaubernd! Ich nenne ihn Fluffel. Es ist so dunkel. Es ist übel dunkel. Hast du Angst? Nee, ich kann dich da machen. Jills Bericht. Umbrella, Ella, Coronavirus? Ein bisschen. Das ist die Berichte des Coronavirus. Ist doch ganz einfach, Leute. Ihr müsst einfach hier Maske tragen und dann läuft das schon. Ja. Ganz ehrlich, stell dir mal nicht so ein. Ein vor allem. Muss ich das alles lesen? Nö. Oh. Musst du nicht. Meine Spende für die Armen. Okay. Hast du mal einen Euro? Oh Gott, ich dachte, das steht hier. Bah, ja. Ich bin einfach das Monster. Ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist alles die Geschichte. Die ist auch ziemlich cool tatsächlich, Leute. Aber wir sind hier nicht unbedingt für die Geschichte, eine ja? Pizza, ich hab Hunger. Du hast gerade eine Pizza gegessen! Deswegen ja. Wenn ihr so geil ist wie meine eben, dann würde ich die eh nochmal haben. Aber bah, da ist ein Pepperoni drauf. Ach komm. Es sei denn, die Bundesregierung hat versagt, dann reicht es nicht. Ja, gut. Dann reicht es vielleicht tatsächlich nicht, ja. Also ich schätze, ich muss wieder ins Badezimmer, weil da läuft immer noch das Wasser. Warum war das Spielzimmer, oder? Sicke Schuhe. Sicke Schuhe. Und Regenschirm. Wie würdest du die Schuhe bewerten von 1 bis 10? Ich würde ganz gerne durch diese Tür gehen. Kann ich den Besen nehmen? Nee. Nee, leider nicht. Na cool, wenn ich fegen könnte. Ich bin hier nicht Sims. Aber ich finde so mehr Freiheiten wäre schon witzig. Dass ja. Ich immer so ein Monster hinter einem stehe, weil man fegen will. Ja, das wäre schon sehr lustig. Wo ist denn das Licht? Ich weiß, ich werde mich erschrecken. Boah, immer dieser Moment, wenn du auf Klo gehst, bei Fremden oder bei halt Bekannten oder so, und erstmal das Licht suchen musst. Nicht schon wieder. Du hast schon wieder das Licht angelassen. War ich schon mal ein Salzfee bei dir? Hast du schon mal eine Salzfee gesehen, Schatz? Ja. Okay, die kommt jede Nacht. Anscheinend schon. Ich streit mir Salz ins Auge, aber das Salz ist gelb. Oh, deswegen kannst du nicht schlafen. Ich dachte, ich schnarche einfach nur laut. Oh, ich hab mich jetzt erschreckt. Das ist nur eine Tür, Herr Lenker. Oh. Ja. Wie kann das sein? Wer ruft mich da an, so spät, das nachts in Dings. Oh, das stimmt die Hildegard. Nee, das ist die Ursula, die ich eben anrufen muss. Als ob die geile Sau ist am Stream. Er meint dich, Schatz. Hallo Schwer, schön, dass du da bist. Ja, leider heute ohne Cam, weil meine Cam einfach kaputt gegangen ist. Komisch, ich dachte, Scheiße. Das Telefon wäre einfach im Kühlschrank. Einen Moment. Das hört auch safe, das Telefon. Wieso dachte das Telefon ist im Kühlschrank? Weiß nicht, ich dachte, das wäre im Kühlschrank. Hallo? Kann man sie ja mal vertun. Bist du das? Du musst sofort raus. Brad ist bestimmt dein Boyfriend. Ich kann es jetzt nicht erklären. Du musst da raus. Sofort. Okay, lass mich meine... Brad Pitt? Oder wer? Ja, das ist Brad Pitt. Ich will aber Milliarde sagen. Weil sie ist Jill. Ja. Sie ist Jill. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh, fuck.
Du sagst mir, das Kind von Hildegard ist bestimmt schon erwachsen. Das ist safe Hildegard gewesen. Das ist Hildegard, ja. Wieso bist du nicht früher das Erzähle vorgegangen? Lauf, Shanti! Das ist doch der Typ aus Dead by Daylight. Oh Gott, Hildegard, ich brauch den Tisch noch. Nicht ganz schwer, nicht ganz. Ich krieg Panik. Mein Herz rast. Was soll ich denn machen? Wo soll ich denn hin? Ja, renn halt! Aber wohin? Weg! Ich kann hier runter? Anscheinend, los! Kann ich springen? Nee, nur wenn das da steht. Fuck, ich seh nichts. Oh fuck. Lauf einfach, lauf von Hildegard weg! Oh, wenn die Kamera noch an wäre, das ist so ärgerlich, ey. Du mieses Monster! Also ich höre heraus, dass ich als Salz hier noch nicht hier war. Achso, du meinst wohl wirklich hier im Stream? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Aber ich habe so lange nicht mehr gestreamt. Anstatt, dass sie ihren Fuß abschneidet. Bin ich sicher. Warum sollte sie ihren Fuß abschneiden? Dann ist das Vieh zufrieden. Achso, hier hast du mal einen Fuß, Bruder. Jetzt kann ich gehen, ne? Nee, scheiße, kann ich nicht mehr. Ja, anstatt sie so bombardieren zu lassen. Ich kann da nicht runter, doch kann ich, okay. Ja, runter. Oh, wir müssen unbedingt nochmal den zweiten Teil mit Kamera spielen. Ich hab nichts zu feiern und liege hier noch. Überall ist Feuer und ich brech mir den Kopf. Hilfe! Ja, schwer, aber doch klar. Sex sales, Alter. Überall kann die Kann ich irgendwie springen? Ich muss springen. Ich glaube, sie kann nicht mehr so gut springen. Die ist verletzt. Ich muss weg hier. Hab mich umbenannt, mal wieder. Ach so! Wie hieß du denn davor? Vielleicht kenne ich den Namen. Lauf! Lauf! Was soll die Stadt fliegen? Wie soll ich denn rennen? Schau erstmal gar nicht, du bist verletzt. Wer ist das? Klar kennst du mich. Okay. Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei. War dein Name davor, Hildegard? Der sieht aus wie Bob der Baumeister. Er ist Bob der Baumeister. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Fuck der Baumeister. Salz der Acker, Hildegard. Großer Fan. Ich weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Krieg ich keine Waffe? Ich will was abschießen. Du kriegst eine Waffe, du kannst abschießen, aber gleich. Kannst du nicht ein bisschen schneller laufen, Jenny? Alter, die hat ein gebrochenes Bein oder so. Jenny hat einfach ihr Dings da kaputt hauen. Oh, ich glaube, du kannst jetzt rennen. Da stand was. Ich glaube, mit der Schultertaste oder so. War rechts oder so, mit den Schultertasten. Während du dich bewegst. Wieder. Weiß nicht, drück einfach irgendwas. Vielleicht kannst du noch rennen. Ich weiß es nicht mehr. Kann uns jemand helfen von euch? Leute, wie kann man rennen? Bitte. Tänzel, du warst bei mir noch nie als Salzfee. Hey, was geht, Mann? Wie soll ich denn rennen, ohne zu rennen? Ja, schon, du bist ein neuer Zuschauer hier. Ja, das Schachvideo, ich erinnere mich. Und auch unser LP und das ganze Zeug. War geil. Ich werd gefressen von Obi. Das sieht so eklig aus. Obi frisst was Jenny. Was soll ich denn machen? Ja, du kannst irgendwas drücken und dann kannst du dich befreien. Ich muss den Spielmodus ändern auf Hardcore. Kann ich den auf Hardcore machen? Ja, aber dann müsst ihr nochmal alles neu machen. Alles? Ja, alles. Das mach ich jetzt am besten fortsetzen. Scheiße, Leute. Hätte ich das denn überleben können? Oh nein, guck, spielen wir das ändern. Du kannst 4 drücken. Ja, das war ja mein Plan. Yeah. Ich würde das jetzt auf Hardcore stellen. Ja, mach das. Das ist eine gute Idee. Das war alles geplant. Ja. Na, warte. Oh nee, du kannst nur auf leicht stellen. Oh, fuck. Du kannst nur schlechter stellen. Scheiße. Mach doch. Wie kann ich den zurück machen? Einfach auf nein, ja. Und jetzt? Jetzt mach fortsetzen. Mal gucken, wo wir rauskommen. Hoffentlich hat das Spiel gespeichert, Leute. Oh mein Gott. Wahrscheinlich nicht. Ich habe nichts erreicht in meinem Leben. Doch, du bist vor Hildegard weggerannt. Und ich habe Jenny
gesagt, dass sie ihr Bein abschneiden soll. Sie hat nicht auf mich gehört. Ja. Selber schuld. Oh, selber ja. Schuld, Alter. Ohne Bein würde es ihr jetzt viel besser gehen, Leute. Okay. Ich muss erst verstehen, wie ich renne. Vielleicht kannst du das auch noch gar nicht. Ich weiß es nee, nicht. Da war aber doch Sprint eben. Vielleicht irgendwie Doppelkrieg irgendwas? Kann sein. Brad! Pass auf! Brad, nein! Wie soll ich das denn machen, ohne zu wissen, wie ich renne? Das ist eine Frage. Ich mache jetzt aber Doppel-X. Egal, ob es stimmt oder nicht. Okay. Lauf! Ich werde gefressen, ich werde gefressen. Nein, 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 lauf einfach weiter, lauf einfach weiter. Guck mal, Brad Pitt hat dich aber gerettet. Doppel-X einfach, okay. Alexa, ich will rennen. Alexa, spiel Despacito. Die Zombies mich essen. Denk nicht dran. Lass uns hier abhauen. Komm, Jill. Ist dir das eigentlich zu laut auf der Raum? Tue ich nicht. Ist dir das zu laut? Nee. Und versag nicht wie ich. Ach, Leute. Und, wie gefällt dir das Spiel bis jetzt? Fuck, ich vergesse manchmal die Steuerung. Das kann passieren. Kann ich nicht rennen? Sorry. Sorry, Bro, ich brauch jetzt deine Waffe. Ja, Bro. Bitches. Sorry, Bro. Lauf, Shanti. Jetzt heißt ja aber Shanti, Alter. Zielen. Links, rechts. Das sind die Schultertasten. Ich weiß noch nicht. Ah, X. Ja, ja, du hast es geschafft, das ist gut. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ich weiß noch nicht, wie man rennt. Ich glaub, du rennst doch. Ich muss die abschießen, oder? Nee. Ah, oh, doch nicht, okay. Alles gut. Ja, ein Lieblingsspiel. Oh, neues Lieblingsspiel? Das ist die Frage. Wo muss ich da hinlaufen? Dann? Ja, anscheinend. Hey, Sie da! Gehen Sie zum Dach des Parkhauses! Ja, schwer. Ich hab gesehen, du bist auch fleißig am Stream. Also, ich hab leider nicht wirklich reingucken können. Sir, weil es sich nicht gegeben hat, aber du streamst gerade Stardew Valley, oder? Übel geil. Da habe ich auch so viele Stunden reingeballert in das Spiel. Scheiß auf Sicherheit, ich bin nach oben. Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann sie mitnehmen. Sicher ist es nur hier drin. Kann ich laufen? Lauf doch, Shanti. Warte, ich das Ding reindrückst vielleicht. Oh ja, du drückst das hier rein. Und dann kannst du rennen. Ach, das ist stressig. Ah. Da war Munition. Willst du mitnehmen? Wo ist Munition? Okay, geh nochmal zurück. Ah. Weißt du was? Geh vielleicht doch nicht mal zurück. Ist egal. Lass einfach gehen. Da unten? Nee, noch in dem Raum, wo du gerade drin warst. Wo denn? Da, wo du mit Rüdiger geredet hast. Wo ist denn die Tür? Ja. Ich bin verwirrt. Da ist die Tür. Okay. Oh. Kommst du da nochmal rein? Du kannst die Kamera hier mitbewegen. Okay. Ja, da liegt noch ein bisschen Munition. Ja. Ja. Stardew Valley und Pokémon. Schön, Pokémon auch. Es ist ja jetzt endlich rausgekommen. Gefällt dir das Game bis jetzt? Also, bist du zufrieden mit dem Remake? Stardew Valley bin ich dabei 100% zu zocken. Alter, übel krass. Oh Gott, ich krieg Panik. Ja, ein guter Ass-Shot auf jeden Fall. Yes, gute Remake, macht Laune. Was ist das eigentlich, Frauen, Schatz? Wir machen so einen Blutdruckmeter, dass du dir auf den Arm machst. Also sieht mal, wie hoch dein Blut ist. X. Schieß ihn ab, Bruder. Oder lauf einfach rein. Ich will doch nur leben. Erstmal auf den Fahrstuhl warten. Ich weiß nicht, was ich drücken muss. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wie ich schieße. Also du schießt, wenn du das hier gedrückt hältst, ja, dann zielst du. Und dann drückst du das hier, dann schießt du. Okay. So habe ich es verstanden. Aber musst du mal gucken, ob das klappt. Oh, hell, bitch. Er ist jetzt dunkel, dann zu hell. Man kann dir die Apokalypse auch nicht recht machen, Alter. Hey, steig ein.
Oh, schön, steig da auf. Was hat ihn denn abgeknallt? Beeile mich, werden wir sehen. Wahrscheinlich Hildegard. Kann ich fahren? Bin ich gut da dran? Das werden wir sehen. Um ihn zu töten! Oh nein! Oh nein, ich hab einen Zitterschock! Oh nein! Jenny! Jenny! Ja, ihr Gesicht sehen müssen! Sie sind die ganze Zeit so besorgt aus! Meine tu so, als wärst du tot, Jenny. Tu so, als wärst du tot. Oh, gute Besserung, Salz, wäre das ja übel scheiße. Warst du schon beim Arzt? Lauf, Jenny, lauf. Der ist aber mein übelster Motherfucker, der. Der ist übel, der Motherfucker. Was will er denn von mir? Warum will er mich umbringen? Weil du zu so einer, zu so einer Polizeiforce gehörst, die sich die Stars nennt. Und deine Vereinigung hat gegen die Firma gekämpft, die diesen Typen erstellt hat. Und deswegen schickt diese Firma jetzt den Mutanten los, um dich zu töten. Aber warum nicht? Ja, du zu diesen Stars gehörst. Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring dich. Ich bin Carlos. Ich hab Chaos. Er hat kein Auto. Und wie das Little Boss Dead by Daylight ist, ich wusste es. Das heißt, ich dachte... Ich habe noch nie Dead by Daylight gesagt, Bruder. Aber ich habe gesehen, dass die auch Killer von Silent Hill haben und Resident Evil. Ich habe ein paar Let's Plays gesehen, das war relativ cool. Ich glaube, wir sind sicher. War eine Woche krank geschrieben, heute wieder in der Uni. Jetzt fühle ich dich so an. Ich muss mich heute Abend nur scheren, rip schon mal. Scheiße, Alter. Da hast du bestimmt vom Arthur so einen Inhalator oder so eine Kacke bekommen, ne? Immer rein, Bruder. Immer rein. Ja, die U-Bahn ist sicher. Auch für eine Frau. Ist klar. Außer wenn wir keine Zombie-Apokalypse haben. Das Spiel ist cool, wenn man es ein bisschen spielt und dann früh genug aufhört, bevor es anfängt zu frustrieren. Okay, ist es so frustrierend? I don't know. Kann bestimmt Spaß machen. Aber ich weiß nicht, es hat mich nie so überzeugt, dass ich es mir holen würde. Kennst du das, wenn die Charaktere, denen du folgen musst, so langsam laufen, wo du denkst, Bruder, lauf doch? Übernervig, ne? Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ja, und so ekelhaft ist eh voll Zeug. Immer rein, Bruder. Es ist ekelhaft, aber es rettet dein Leben. Willst du mich verdammt schon mal verarschen? Ihr seid für den Leben ist ziemlich schlecht, ständig wachsen und das ist auch ein Problem, dass Leute einfach D-Lost werden. Security, was ist das? Ach du Scheiße. Ein Grund mehr ist erstmal nicht zu spielen, schätze ich. Aber ich kenne mich, bevor ich mir das hole, ist es einfach schon wieder dead. Über den ganzen Kram. Bei Daylight. Zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Ja. Das ist Comedy Gott, für was ich hier sein. Kann ich ihn abschießen? Probier mal. Oh Scheiße, er ist so schnell. Ja, lass ihn nur. Ja, so Bruder muss los, die hat eine Knarre. Hallo Leute. Und die Plakate sind auch so schön. Das Spiel ist so schön, Leute. Es ist so krass einfach. Ich bin zu dumm. Wird schön, dass du probierst, ihn umzubringen, aber einfach sich mit ihnen anfreundest. Hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ich mag die Soldaten nicht. Irgendwas Wellen. Er hat irgendwas... Ich bin Jill. Jenny, nicht Jill. Und... ja, Leute. Jenny, nicht Jill. Ja, ich bin Jenny. Da können wir nichts machen. Führer Michael Victor. Mein Team ist ich mag ihn. Er ist wie mein Opa.
Ich durfte deinen Opa kennenlernen und ich sehe nicht die Ähnlichkeit. Nee, mein Opa ist tot, der andere. Ach so, du meinst den. Ja, okay. So stelle ich mir ihn vor. Aber ich glaube, er wird auch tot enden. Ja, wer weiß. Mal sehen. Eine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Eine Kolonne? Ist das ein Remake? Ja, schwer. Das ist, also, das Original in Resident Evil 3 kam damals für die PlayStation 1 raus. Ich habe es leider nie spielen können. Richtige Die-Hard-Fans meinen, es ist besser als das Remake. Aber das Remake sieht so geil aus, Alter. Und ja, das hier ist das Remake 3. Verstehst du mal? RE Resident Evil. Ja. Genauso wie Resident Evil 2 und Resident Evil 1 ebenfalls Remakes bekommen haben. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh hey. Alles klar, wir wollen das. Und auf einmal hat sie keine Schmerzen im Knie? Ja. Ist ja jetzt auch doof, wenn du jetzt kein Knie mehr hättest. Damit bleiben wir in Kontakt. Salz, wie du meinst. Ja, dann weiß ich, wo du bist und kann ich besser abknallen. Das ist eine gute Idee. Oh Gott. Wobei, er hat ein süßes Lächeln. Er hat ein süßes Essen süßer. Wenn er BTS-Songs singen würde, würde ihn jeder mögen. Auf jeden Fall. Also eine ganze Fangemeinschaft. Ja. Und an Justin Bieber. Ich weiß nicht. Und alle würden ihn hinterher steigen. Ja, Salz, wie oder Tänzel, wie auch immer du möchtest, dass ich dich nenne. Ja, ich erinnere mich. Goldsternchen, glaube ich, ne? Kann ich den Captain Morgan nennen? Du kannst ihn Captain Morgan nennen. Oder Captain Jack Sparrow. Nee. Okay. Oder Opi. Oder Opi, ich finde Opi. Aber gut. Opi war doch schon der Typ, der mich angegriffen hat. Na gut. Ganz am Anfang. Bei meinem ersten Tod. Oh ja gut, ich hasse Horror, daran habe ich keine Ahnung. RE7 ist das einzige, das ich kenne, das fand ich sogar okay. Beim Zusehen will ich selber zocken. Was heißt, ich kann ihn nicht abknallen, guck. Ja, anscheinend. Das ist ja dein bester Freund, keine Ahnung. Wir können GTA spielen, dann kannst du alle töten. Nee. Nee. Ja, schwer. Danke auf jeden Fall, dass du dann hier zuguckst, wenn Horror eigentlich gar nicht so dein Ding ist. Es freut mich, dich hier zu haben. Das ist eigentlich meine Aufgabe, ich hab mich zugehört. Sehr, sehr ein großer Fan für Resident Evil. Du musstest nach oben gehen, I don't know. Kein Plan. Also Erwähnung kommt bald, ja, geht richtig ab für Goldsternchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die richtig heißt, aber sie ist einfach Goldsternchen, Leute. Auf dem alten CK-Server. Weil es Grusel weg bin ich weg. Also erschrecken tue ich mich nicht, weil es was weniger, aber ich bekomme immer wieder Albträume. Oh, es ist hart mit den Albträumen, Mann. Ich glaube, wir machen das teilweise so albern, dass du vielleicht nicht so viel Albträume haben würdest. Oha, wir hören das durch das Gamepad. Der Alte lässt mich Schienenfleisch schaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Ja. Verstanden. Beeilen wir uns. Wir brauchen Strom. Kümmere dich darum. Was ist das hier alles? Schießpulver. Hallo Thomas, schön dich dabei zu haben, Mann. Die guten dunklen Zeiten. Ich weiß schon, was du meinst, Bruder. Bei Innos ein Tor. Schon wieder. Ja, schwer, hoffentlich wirst du keine Abträume bekommen. Das ist hier kein Speicherpunkt. Doch, ich glaube schon. Du brauchst irgendwas dafür, was du noch nicht hast. Deswegen macht er das Inventar auf. Die Welt ist klein. Was habt ihr denn davor geguckt, Jungs? Das ist natürlich ganz cool. Du kannst Kräuter, die du findest, zusammenmischen und dann heilen die dich besser. Ich hab ein Kraut. Du hast zwei Kräuter und die kannst du, wenn du möchtest, zusammenmischen. Gehst du im Inventar, genau? Ja. Das schnitzt eigentlich schon, okay. Und dann? Dann klickst du drauf. Na was denn? Mit X. Und dann kombinieren. Und dann kannst du es mit dem anderen kombinieren. Ja, wenn ich es gerade erwarte. Ist schwierig, ich weiß. So, jetzt hast du eine Heilung, die etwas besser ist. Du kannst auch diese Büchsen hier kombinieren, das ist Schießpulver. Und wenn du zwei davon kombinierst... Oh, nicht wegwerfen, nein, mach mal rein. Wenn du zwei davon kombinierst, dann bekommst du Munition. Cool, oder?
Und du kannst, glaube ich, auch anderes Schießpulver kombinieren und andere Munition bekommen, aber ich weiß nicht, das ist schon zu lang her. Aber das ist meine alte Spielstelle. Du kannst aber irgendwo speichern, wie du willst. Ich bin Jill. Du bist Jill? Ja, du bist Jenny. Und jetzt ist Liebe-Zeit angesagt, ja. Ah ja, heute mal ein bisschen so für Fun. Ich weiß nicht, ob wir es durchspielen. Ich fand's eigentlich lustig, weil Avuki ja nicht so viele eure Spiele oder irgendwann Spiele auf der Playstation gespielt hat und sich vielleicht ein bisschen erschreckt. Aber leider ist meine Kamera kaputt gegangen, was übel scheiße ist. Also, Spendenlink ist unten, Leute. Ich brauche eine neue Kamera. Nein, Spaß. Aber ja, die Kamera ist leider das doof ist. Ich habe persönlich den zweiten Teil gespürt, mir ging der total rüber. Oh Gott, was fuck. Meinst du das Remake Tor oder meinst du den richtigen zweiten Teil? Also das Original. Lust auf Folter IP? Was geht bei euch? Ja, ich bin hier gerade schon im Folter IP. Ja. Fuck. Hä? Ich hab dich doch angeschossen, Dummbatz, Alter. Das Remake, jo, stark. Wo muss ich denn hin? Weiß ich nicht, ich muss dich umgucken. Oh fuck. Muss ich nicht. Aber es sieht die Stadt nicht cool aus? Es ist alles so schön in diesem Spiel. Ja, ich weiß nicht, Leute. Volle LP war nie so mein Ding. Lauf einfach, oh Gott. Ganz ruhig. Lass mich doch hier raus. Ja, du kannst doch raus. Vanessa, lauf doch. Vanessa. Guck mal. Das sind Billy, Jordan und Mexiko. Ja. Und wer habe ich denn donated? Ja, wo ist mehr? Nein, hör mir jetzt will. Nur Spaß, Mann. Ist er ein Mensch? Ich glaube nicht, dass das ein Mensch ist. Sehe ein Splitter raus. Ui. Der arme Venom, sein Kind Mexiko. Weißt du ganz genau. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Da musst du hin. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Nee. Das will ich nicht, dass du das tust. Warum nicht? Ich muss das löschen. Du kannst dich durch Feuer rennen. Warum nicht? Du bist nicht feuerfest. Ja, aber ich kann doch da einfach durchrennen. Nein. Du brauchst so einen Wasserschlauch, um das zu löschen. Du musst erst sowas finden. Achso, wenn du in dein Inventar gehst, ich glaube mit diesem Knopf oder so, dann kannst du auch sehen, wie verletzt du bist. Oder ob du dich heilen sollst oder nicht. Das siehst du aber auch, wie sie läuft. Wenn sie läuft, dann würde sie gleich sterben. So wie jetzt meinst du? Ich hab die doch eben erst abgeknallt. Ja, das sind neue. Das sind die gleichen wie eben. Ja. Das sind Steven, Johnny und Bob. Man kennt sie. Steven, Johnny und Bob. Ja, kann ich dir nicht das Genick brechen? Man merkt, das ist dein erster Run, Schatz. Oh, das merkt man dir an. Nee. Merkt man gar nicht. Ich bin überhaupt nicht überfordert, Mann! Sollst du dich heilen, glaube ich. Soll ich mich denn heilen? Wenn du ins Inventar gehst. Wo ist denn das Inventar? Ich glaube hier. Lauf, Jenny, lauf! Wo ist denn das Inventar? Ich glaube hier. Da? Oh ja, hier. Sehr gut. Hä? Hier ist dein Leben. Das steht Gefahr. Das heißt, du bist gleich tot. Genau, benutzen. Ja. Wie kann ich denn hier wieder raus? Oh fuck. Da gehen wir beim ersten Run aber auch nicht wesentlich anders. Keine Sorge, Schatz, Thor ist auch verreckt in seinem Leben. Wer ist Thor? Thor ist die liebe Person im Chat. Hi Thor. In pinker Schrift. Hi Thor, in pinker Schrift. Wo ist denn jetzt der Schlauch? Mexiko ist halt kein... Wer ist denn jetzt König? Nochmal. Leute, wir gucken doppelt, ja? Und sie kennt den dritten Teil schon, ich nicht. Und die Stelle kam einfach noch gar nicht.
dass jemand zum König wird. Mann, warum kannst du nicht gegen Genick brechen? Ja, du bist halt kein Martial Art Kämpfer. Los. Mann, ich will doch. Lauf halt an mir vorbei! Ja, aber wie soll ich das denn machen, wenn ich doch mal suche? Ich, ja, das ist ja die Schwierigkeit. Wie soll ich denn das überleben? Ich bin tot. Ich brauche Brot. Oh, Thor schreibt dir gerade einen Tipp. Du kannst grüne Kraft mit Rot verbinden, dann kriegst du eine bessere Heilung. Mit Rot oder mit Rot? Mit Rot. Also es gibt rote Kräuter, die kannst du damit verbinden. Und wo bin ich jetzt? Ja. Weil ich glaube, Blau halt dich vor Vergiftung. Kann ich da einfach hinlaufen? Ich ist eine Sackgasse, ich habe mich verarschen lassen. Scheiße. Oh nein, wo laufe ich denn hin? Das ist ja aber auch... Shiny Yellow. Achso, grün mit Blau und Rot verbinden, okay. Das ist die beste Heilung im Spiel. Und grün und Blau und Rot. Ja. Ich esse gleich ein Butterbrot. Ja. Yeah. Mit Bonbon und Wurst. Und Ograben. Schade, das funktioniert nicht. Dass er aber auch einfach kein Messer hat, um Zombies abzustechen. Wie Resident Evil 1 im Remake, da kannst du so Messer haben und dann stichst du die ab und dann kriegst du keinen Schaden mit dem Verwischen. Schießpulver! Der Kran geht immer. Ich hab Schießpulver gefunden. Das ist ja explosiv. Du bist explosiv. Das stimmt. Und impulsiv. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich trinke gleich 1, 2 Bier. Soll ich ihn kriegen? Wo bist du? Nixer? Aru ist einfach zum Himmel geflogen gerade. Zum Himmel gesprungen. Lauf! Lauf! Wir müssen wieder nach Hause laufen. Nein! Scheiße! Falscher Knopf! Oh, scheiße! Wir müssen... Du musst mit der Kamera drauf kommen. Wir müssen wieder nach Hause laufen, Leute. Aber ich bin noch tot, wie soll ich das überleben? Ich war auf meinem Runner Home auf Konfrontation auch tatsächlich. Da ich bin ich tot, Zeit, wie soll ich das überleben? Gibt es hier irgendwelche Kräuter, die ich pflücken kann? Naja, du kannst Heilung finden. Noch lebst du, noch atmest du. Ja, Tor, Konfrontation, ich glaube, war's gerade nicht so eine tolle Idee. Ja gut, wenn man tot ist, dann ist es schwer zu leben, da hat sie recht. Oh fuck. Stimmt. Ich hab nur noch Schießpulver. Du hast noch das Messer. Wie mach ich das denn jetzt? Du hast das Messer. Das Messer. Okay, warte, wie nehme ich das? Du nimmst mal ausrüsten. Ja. Jetzt kannst du die Messer. Aber das Messer ist übel scheiße. Du solltest es nur im Notfall benutzen. Ich muss erstmal wissen, wo ich hin will. Wo ist denn der Schlauch? Musst du suchen, keine Ahnung. Du hast es doch schon mal gespielt. Ja, aber das ist echt lang her. Ich habe es zu Release gespielt, als es rausgekommen ist. Oh fuck, wohin mit mir? Ich trinke gleich ein Apfelbier. Wo ist dein Lieblingssaft? Boah, Leute, glaubt ihr, Apfelsaft und Bier schmeckt zusammen? Weil Bananensaft und Bier schmeckt übel gut. Ihr dürft mich nicht wecken. Ich muss mich verstecken. Oh, länger Donuts. Kann man sich verstecken im Spiel, aber die ganze Zeit über sich verstecken? Klar kann man das. Ah, da ist ein Monster. Ich glaube, da liegt was auf dem Tisch. Und da ist ein Monster, glaube ich, gewesen. Cool, ich glaube, das Schießpulver, ja. Scheiße, war das? Scheiße, Pulver. Wie mache ich das denn? Ach, da. Ja, das kann ich jetzt kombinieren, ne? Irgendwie so. Nein, warte, was? Ja, nee, safe. Komm aufs Bier an. Ich weiß nicht, Leute. So ein gutes normales. Und jetzt kann ich das auswählen. Kombinieren. Und dann ausrüsten. Genau. Und jetzt kann ich das. Wie kann ich das denn laden? Du kannst entweder einfach ohne Munition schießen oder du machst hier kombinieren und dann auf die Waffe. Oha, das geht gar nicht. Okay. Dann kannst du das nur außerhalb dieses Menüs. Dann gehst du raus. Und jetzt versuch mal zu schießen. Pilz ist ja auch Ekelbrühe. Nee, ein gutes Pilz kann man trinken. Der einzige, der eklig ist, bin ich. Yeah, das ist die Tür. Schwarzbier ist eins wahre. Ja, kann man auch trinken, aber da würde ich einen Pilz bevorzugen. Oh, ich mag Eistee. Und ich mag Wasser. Russisches Kochwasser. Lecker Schmecker. Und Schmuckkästchen, überschön. Was mache ich denn damit? Du kannst dir das mal angucken. Grünes Kraut, das kannst du fressen oder rauchen.
Weiß nicht, was die damit macht. Ja, du kannst Sachen untersuchen. Iss mal das Kraut und dann guck dir mal das Schmuckkästchen an. Genau, klick mal auf untersuchen. Kannst du mal X drücken. Da ist ein rotes Juwel drin. Jetzt hast du ein rotes Juwel. Wow, kann ich das auch wegwerfen? Nee, ich glaube, das brauchst du für irgendwas. Ah, guck mal, ich kann hier speichern. Ja, mach. Ich lebe, Leute. Ich hab's geschafft, nur einmal zu sterben, richtig. Ich bin ein Profi. Ein Profi. Ein Profi, auf jeden Fall. Hier sind Waffen drin, oder? Nee. Wenn du mal zu viel hier hast und du nichts mehr einsammeln kannst, dann kannst du das in die Kiste tun. Kann man zu viel haben? Ja, du kannst zu viel Sachen haben. Wie denn? Gerade am Anfang? Ja, drück mal auf dein Dings hier und dann hast du ja nur ein paar Felder, die du füllen kannst. Und wenn die voll sind, dann kannst du nichts mehr aufsammeln. Und dann musst du das in die Kiste tun. Ich dachte gerade die Pflanze. Aber diese Kisten sind überall verteilt und du kannst etwas in die eine Kiste nehmen und aus der anderen rausholen. Also da ist immer das gleiche drin, was du da reintust. Musik ist gruselig. Maub! Ich geh wieder ran. Das nimmt schon Dark Souls Vibes hier an. Boah, wenn das Dark Souls Vibes aufnehmen würde, dann wären wir schon besoffen, mein Lieber. Aber das ist ein Format auf jeden Fall. Jetzt kannst du dein Emo nicht... Profi, lass mich doch einmal in Ruhe! Du Häkchen! Ich mag's nicht! Kannst du dein Emo nicht flammar rein? Ich weiß nicht, wohin mit mir! Hell yeah! Profi! Er will doch nur kuscheln! Ich weiß nicht, was das ist! Profi! Nee, jetzt bin ich schon wieder fast tot. Ich kann jetzt nicht sofort wieder sterben. Ja, renn! Ja, ich kann doch, ich kann nicht schneller rennen als so. 3 von 7 Schüssen getroffen. Das sind fast 50%. Mann, ich kann halt nicht schießen. Oh, ich erinnere mich an den Ort. Ich glaube, hier bist du richtig. Wie kann ich denn zielen besser? Es wackelt so viel mit dem Scheißding hier. Ja, zielst du und schießt, was soll ich dir sagen? Das geht ja nicht, weil das Ding, wo man so seinen Daumen mitdreht, das geht nicht in die falsche Richtung. Sie meint den rechten Analogstick, Leute. Was? Ich sagte, du meinst den rechten Analogstick. Das hier. Nee, ich meine die andere Seite. Damit läufst du, damit zielst du doch nicht. Den linken, der bewegt sich viel zu viel beim Zielen. Ach so. Dann pack den Finger da doch weg. Ja, aber nein. Ich kann nicht loslassen. Mir ist schlecht. Okay. Das war sogar 9 Schüsse. Guck mal kurz in den Chat. Die Salzwehr hat gezaubert. Wir haben Salz. Lecker. Boah, wie unbeeindruckt, Alter. Ich bin beeindruckt von Zauberei. Okay, ich schaff das. Ich glaube, du musst hier was machen, oder? In diesem Raum. War da nicht was? Wo bist du? Wo ist der hin? Hast du ihn getötet? Nein. Liegt er da? Ist er das? Nein. Schläft er? Kann er schlafen? Weiß ich nicht. Glaub nicht? Hä? Das ist aber die Spawn. Ganz schön salzig hier, das würde ich auch sagen. Und ich bin richtig hier, sagst du? Nee, ich glaub, jetzt gehst du wieder raus. Nein, nein, da war noch was. Geh nochmal zurück. Er ist tot. Ja, ist gut. Ach, du bist der andere Kerl. Da muss er ja irgendwie jetzt rechts sein. Ich bin tot. Guck mal nach rechts. Nach rechts, genau hier irgendwo. Oh fuck, oh nein, da ist ja noch ein Raum. Oh nein. Da ist er. Warte. Während er wächst, hast du Zeit. Ja, schieß in den Kopf. Geilo. Oh fuck. Schieß. Wie denn? So. Ja, geil. Ha, okay. Warte, vielleicht lebt er noch. Schieß nochmal drauf. Ja, ich glaube, er lebt noch. Das ist der Wasserschlauch, den ich brauche. Oh ja, cool. Aber wo muss ich jetzt wieder hin? Ich habe gar keine Ahnung, wo ich langgelaufen bin. Keine Ahnung. Aber du kannst ja erstmal hier reingehen. Nee, ich habe keinen Bock da ranzugehen. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Aber ich weiß, dass da was Geiles drin ist. Was denn? Eine Shotgun. Meinst du, ich kann damit umgehen? Ja, besser als sie nicht zu haben. Ich habe doch eh keine Munition.
Sie ist halt kein so ein Kack-Casual-Spieler wie du. Richtig Gamer machen das mit Maus-Tastatur. Ja, wirklich. Okay, sorry. Ich liebe Maus-Tastatur. Ich bin damit groß geworden. Und da kommt ihr alle mit so einem Scheiß an. Das ist doch gar kein richtiges Leben. Ich kann auch besser als die mit Maus-Tastatur. Kann ich das mit meiner Pistole öffnen? Das würde Sinn ergeben, ich gebe dir recht, aber ich glaube, das geht nicht. Du kriegst so eine Zange dafür oder so einen Scheiß. Ich bin so traurig. Schatz, ich erinnere mich gerade an was. Ziel mal. Und jetzt kannst du Viereck drücken. Mach mal. Genau, dann lädt dir das auch auf. Ohne, dass du das ganze Magazin wegschießen musst. Ja. Ich hab gar keine Ahnung mehr, wo der Weg war. Ja, musst du suchen, keine Ahnung. Ich hab alles wieder vergessen. Musst zurücklaufen. Du hast auch eine Karte, tatsächlich. Karte? Stimmt, ich hatte die eben offen. Das war irgendwie hier. Genau, wenn man dann jetzt nach du da... Du kannst jetzt L1 drücken. L1? L2? Nee, L1? Also hier? Das hier? Nein, da war die noch. Das ist die Karte. Wo komme ich jetzt her? Wow, das ist die Karte dieses Ortes, dieses Gebäudes. Du kommst von hier. Das ist ein einfaches Schloss. Das sind alles Schlösser? Nee, das ist eine Schalltafel. Da steht, was da drüber ist. Geh nach Hause. Okay, geh nach Hause. So, Ginny John. Spiel auf der Konsole du gerade? Jo, wir spielen die PlayStation 4 Version. Einfach weil ich damals Resident Evil auf der PlayStation gespielt habe, wollte ich sie auf der PlayStation haben. Okay. Früher ging das halt auch nur auf der PlayStation. Inzwischen kannst du natürlich auch den PC haben. Und auf dem PC... Oh, fuck. Oh, du bist ausgewichen. Voll krass. Lauf weiter. Jimmy John. Wie bist du dann ausgewichen? Lauf, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas gemacht. Ich habe einen Jump bekommen. Okay, keine Ahnung. Lauf einfach. Oh nein. Nein, Johnny. Lass mich in Ruhe. Oh nein, Johnny. Ich bin tot. Scheiße. Ich bin tot. Nein. Ich habe so viel erreicht. Ich hätte erst den Schlauch holen sollen, dann speichern. Dann hätte ich die ganze Zeit bei einem scheiß Inventar, jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Schlauch ist. Ah, du warst ja... Oder mach mal fortsetzen, vielleicht startest du ja mit dem Schlauch. Was für ein Schlauch? Oh mein Gott! Ich hab vergessen, was mein Ziel war. Wo soll ich den überhaupt noch hinbringen? Ja, zu dem Feuer. Wofür denn? Damit du das Feuer löschen kannst, da weiterlaufen kannst. Stimmt. Ich dachte, ich sollte den Schlauch zur U-Bahn bringen, damit ich da überhaupt fluten kann. Nee. Was ist wohl sinnvoller? Feuer löschen? U-Bahn fluten. So, nein, ist gut. Wie geht's mit dem Spiel weiter, was ich dir geschenkt habe, Dokra? Oh, Bruder, ich bin mir nicht sicher, ob ich das weiter spielen werde, um ehrlich zu sein. Ist schon sehr cool, aber es sind andere Alternativen da an der Stelle. Vielleicht irgendwann. Ich hatte den Schlauch nicht. Ah ja, Streaming Science sind nicht aber vorhanden. Aber guck mal, da ist auch ein Schlauch. Kann ich nicht einfach abmachen? Nee, wäre krass, aber warum Staubsauger? Das ist bestimmt genauso gut wie ein Feuerwehrschlauch. Ja, Streaming Science sind nicht vorhanden, aber ich versuche in nächster Zeit länger und öfter zu streamen. Wird geil. Das Salzstädter hat gerade die Novizenkasse auf einmal ausgegeben. So muss das. Wo muss ich nochmal hin? Eine Tür, erschieß sie! FBI, open up! Ah, da muss ich durch, ne? Da muss ich da nach rechts. Weil dann kommst du ja hier nicht raus, oder? Nein, ich musste nach rechts. Okay. Glaube ich, wenn das die richtige Tür ist. Boah, Leute, ich hab übel Bock auf Donuts jetzt. Dann frisst Donuts, aber ich muss da weg! Okay, oh nee, warum bin ich schon wieder gebissen von so einem Scheißvieh? Ich bin doch nicht schwanger. Geh doch einfach. Nur Schwangere werden von Zombies gebissen. Ja. Die haben wenigstens was richtig Blut in sich und so. Und zwei Leben, das ist mal geiler als noch. Es schmeckt aber besser, knackt auch so schön. Ja, wie kann ich denn besser, noch besser ziehen? Ich glaube, wenn du dich nicht bewegst und ein bisschen wartest, dann ziehst du genauer. Ja, schieß in die rein, geil. Mann, ich bin zu schlecht im Spiel. Nein, du machst das super. Du bist doch schon weitergekommen, ist alles easy. Kann er nicht. Ja, er ist fucking tot. Glaube ich nicht. Ja, dann schieß nochmal. Okay. Ja, okay. Der wird wohl tot sein. So. So. Pack dich ein, du schöne Frau.
Mach mich nackig. Meinst du den Schlauch oder Janine Chantal? Jenny. Das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Den Zusammenhang musst du mir jetzt aber erklären. Was? Jenny und Nee, schöne Frau und Schläuche. Keine Reaktion. Dieser verwirrte Blick erklärt schon alles. Ich dachte von dem Spiel, was du eben gefragt wurdest, ob du das spielst. Nee. Wie heißt das Spiel? Das, was wir jetzt spielen? Laterne, Laterne. Ja, es ist das Laternenspiel. Ich sehe gerne Sterne. Ich werde sterben, ich werde sterben. Darf ich irgendwas überhaupt? Ja, ich glaube Erde. Pflanzen. Oh, geil. War, gab's die hier? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Ich hab's vergessen, aber ich bin auch tot. Also es ist okay. Oh Mann. Nein, keine Pflanzen? Ey, kannst du die Dinger aufmachen? Oh jo. Schießpulver. Das hab ich eben vergessen. Ja. Guck mal, gut, dass du gestorben bist. Jetzt hast du eine Handgranate. Wofür ist eine Handgranate gut? Was machst du denn mit Handgranaten? Weiß ich nicht. Weiß nur, du kannst ja das mit diesem mysteriösen Gegenstand mal ausprobieren. Ich hab mich damit immer selber abgeschossen. Ja, indem ich stehen geblieben bin oder in die Richtung gegangen bin, wo ich das hingeworfen habe. Kennt ihr Call of Duty? Da habe ich das immer so gemacht. Das war mein Ding. Das mit der Granate wird nicht gut enden, Leute. Also wirklich, ich verstehe das Prinzip einer Granate nicht. Ist auch und immer wenn ich wenn man sie so wirft, dann fühlt man sich voll krass. Aber eigentlich... Ja, eigentlich? Da war doch jemand, genau. Da stehen wir gerade. Okay. Und ich dachte, Handgranaten schluckt man und stirbt daran. Mein Welpen ist gerade zerstört worden. Das glaube ich auch. Ich fühle mich mit diesen Handgranaten nicht sicher, um ehrlich zu sein. Würde ich mich damit nicht mal sicher fühlen, wenn ich spielen würde. Handgranaten sind übel nice in diesem Game. Wieso stirbt er nicht? Ich habe schon ist das doch tot? Sicher, dass der tot ist? Keine Ahnung. Sind die jetzt wirklich tot, wenn die liegen oder? Nicht immer. Manchmal stehen die wieder auf. Oder manchmal liegen die und packen die einfach an den Bein, wenn du vorbeigehst. Du bist ein scheiß Wichser. Entschuldigung. Nicht du. Meine Schwester. Was? Ja, die da hinten rumläuft. Ach so. Anneliese. Ich will speichern. Ey, war der auch ein Spind? Oder habe ich mich gerade verguckt? atme durch, Schatz. Es wird alles gut. Ich bin ein Faker, ich speichere. Ja, alle Faker, die speichern. Ja. Überlegt euch das. Andere mal. Leute machen das in einem Run. Ja, im GMP speichert man nicht. Ja. Aber ja. Aber auf zu speichern, das kann jeder. Jetzt muss ich wieder weg. Guck nochmal zurück, bitte. Nee, da ist keiner. Jetzt lass mich in Ruhe. Ja, okay. Sorry, ey. Musst du nach da oben, richtig? Unicorn. Ich glaub schon. Da steht zwar Toy Uncle, aber Unicorn. Ach komm, ich kann die Opi nicht töten. Nein! Oh Mann, ich kann dich nicht töten. Mach mich. Opi! Ich kann die anderen Opi auch nicht töten. Ich muss da vorbeilaufen. Ich weiß noch nicht, wo die Tür ist. Gibt's da Tür bei hier? Da war die Tür, okay. Oh. Nein, es war die falsche Tür. Okay, ich bleib jetzt erstmal hier. Speichern, ja, würde ich nie. Okay, ich brauch die Granate. Kann ich die irgendwie jetzt? Nein? Okay. Ja doch, klar, du kannst sie benutzen, wann immer du willst. Du kannst deine Waffen auch mit diesen Tasten. Ich höre nicht die Kleine! Nein, du lebst noch, du lebst noch! Du lebst noch, du lebst noch! Du musst hier hinlaufen. Ja, weg! Caro, du lebst! Da musst du hin, das ist Feuer! Yeah! Ich muss mich anders hinsetzen. Ich sterbe gerade.
Ich hoffe, du weißt, was zu tun ist, wenn ich mir auf die Zunge beiße und sie runterschlucke. Ich hab keine Ahnung, du wirst aber sterben. Ja, ich merke das schon. Ich würde dich zum Kotzen bringen. Ich will nicht da. Das war gruselig. Was denn? Das Geräusch. Leute, als sie gesagt hat, sie muss sich anders hinsetzen, saß sie übrigens in der Embryo-Stellung. Ich möchte, dass es vorbei ist. Kann ich den auch wieder rein tun? Ich bock den ja nicht. Ja, tue ihn da rein. Kann ich hier speichern? Naja, ja, sieht so aus. Hey, ich... Ja, ich speichere lieber. Ja, mach. Ist immer besser. Ja. Ich bin ein Faker. Ein sogenannter Faker. Da kannst du jetzt durch mit der Zange. Ich will da nicht durch. Ja, nicht. Man, geh jetzt. Ich geh jetzt erstmal hier hin. Ich glaube, hier kannst du noch nicht ran. Das Schloss ist zu krass. Ich bin doch tot. Wie soll ich denn jetzt kämpfen? Ja, kann schießen mit deinen 3 Patronen oder 2. Mit der Granate. Mit der Granate, ja. Warte. Jetzt spring ich nicht selbst in die Luft. Wie geht das denn nochmal? So? Nein. Nein, nein. Der Knopf unten. Der Knopf unten. Ja, ausrüsten. Genau. Jetzt hast du die. In der Hand. Warum überlegst du jetzt so lange? Das ist ein fortgeschrittenes Schloss, ja. Da braucht man mehr. Ja, wie soll ich das Skill. Nicht aufmachen? Drück mal X. Also den Knopf. Nein, bist du nicht, alles gut. Nein, auf. Du bist direkt aufspringen, die Scheiße. Yeah! Nein, die Hand weg. Okay, ich wollte ein High Five. Okay. Ich muss mich konzentrieren. Wieso wechselt die das, die dumme Kuh? Du wechselst Jenny. Das? Mit denen hier wechselst du das. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht. Boah, ich sah auch nicht mehr so gut aus. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, nein, bitte! Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ja, Leute, wenn Corona schlimmer wird, ihr wisst genau, wie es hier aussieht. Und was bist du? UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Das ist Johnny. Wo ist dein er ist Johnny? Oder der Tote? Nee, er ist Johnny Cash. Okay. Er ist Johnny Cash, Leute, ihr wisst Bescheid. Ring of Fire. Ja, genau. Wer bin hinter wen? Ah. Nice, damit kannst du nichts anfangen, oder in der Schrotflinte. Ich brauche Nahrung, Pflanzen. Sei mal Hunger. Ja, ich brauche den Scheiß eh lesen. Ja. Aber ich höre mein Herz klopfen. Das macht mich nervös, also meinen eigenen Herzschlag. Schau ich mir den Kopfhörer an. Nein, ich höre meinen eigenen Herzschlag. Oh Gott. Und wenn das so weitergeht, kriegst du auch einen Herzinfarkt hier. Live im Stream. Ja. Ruf den an. Ja. Ich meine den Anwalt. Ich will Geld haben. Von mir? Ja. Schaden soll das. Das wollen viele. Jo, Munition. Was zur Hölle? Was denn? Der Schotter. So. Mal vorgelesen. Ja, lies doch mal alles vor, wenn du schon anfängst, Alter. Ja, was zur Hölle vorgelesen? Der Rest war mir egal. Der Rest könnt ihr selber lesen. So. Könnt das Video auf YouTube dann anhalten. Ich will nur das eine von Dora. Mehr Streams. Die wirst du bekommen, Thor. Die wirst du bekommen. Wir haben nämlich einiges noch in Planung. Alles kapiert? Meine Fresse. Ja, alles kapiert, Thor. Ein Hund! Oh, kein Hund! Oh, bist du schnell! Ah, nein, nicht mehr nachziehen!
Ein Mist viel weniger. Nein, ich will nicht fortfahren. Nein. Ich will doch fortfahren. Ja. 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 Ich will nicht einfacher spielen. Ja. Ich will schwerer. Okay. Noch schwerer. Es ist nicht so leicht hier. Die Monster sind mir alle viel zu langsam. Ich merke das. Und der Hund, der war auch viel zu langsam. Ja, er hätte ich locker vom Hocker gehauen. Ja, locker vom Hocker, leider. Eigentlich mag ich Dobermänner. Ich auch. Voll die Süßen. Wo bin ich? Also doch, Dark Souls. Ja, so ähnlich. Ich hab wieder alles vergessen, Leute. War das die Tür? Nee, die rote. Da musst du durch. Ah, okay, stimmt. Ja. Du musst dir die ganze Scheiße uns nochmal angucken. Guck mal, warte. Hm. Ja, du kannst ausweichen. Ich kann nach hinten. Hä, du kannst sicher auch nach vorne. Deswegen habe ich das wahrscheinlich eben geschafft. Weil du kannst einfach nach vorne stolpern und dann töten die Leute dich nicht. Cool. Voll nice, gut zu wissen, oder? Ich brauch die Granate wieder. Nein, ich brauch die Granate nicht, ne? Ich brauch die erst später. So. Ich hab gehört, sobald Durga seine Cam hat, erstmal wieder Dark Souls gestreamt. Also, und die Freundin spielt. Also morgen. Dark Souls ist tatsächlich geplant. Aber nicht mit Abu, sondern mit zwei anderen Dark Souls-igen Gesellen. Weil wir dunkle Seelen haben. Ja. Nein, bitte! Nein. Dann hat er aber bald keine mehr. Du hast eine Freundin? Ja, verlässt du mich, weil ich Dark Souls 2 spiele? Boah, das ist einfach das böseste Lächeln, was ich in meinem Leben gesehen habe, ey. Ist so schade, Leute. Ich würde es euch so gerne zeigen. Die Kamera ist halt einfach am Arsch. Also, guck mal, was ich dafür bekomme. Ja. Nix, du verlierst mich nur. Nein, wenn ich dafür Likes bekomme, natürlich, sofort. Ach so, für wie viele Likes verlässt du mich? Ja. Sag bitte nicht zwei. Einen feuchten Händedruck, das bekommst du. Leck mich am Arsch, Gefängnis! Boah, ja. Soll ich mal vorlesen? Ach, nur so zum Joke. Es ist weg. Lies mal, kannst das andere vorlesen jetzt. Muss es denn? Aber den Like drücke ich hier rein, kein Problem. Problem nur noch zwei. Ich glaube, wir müssen über unsere Beziehung reden. Was ist dein Problem? Meine Freundin will mich für zwei Likes verlassen. Nee, für drei. Ja, also mach mal drei jetzt. Drei Likes. Dieser Stream wird auf YouTube veröffentlicht, aber ich will mindestens drei Likes sehen. Ich kann nicht vorlesen, aber letzter Eintrag eines UBC-Soldaten. Oh fuck. 28. September. Der mittlere Osten. Osteuropa. Ostafrika. Ich habe gedacht, ich weiß, wie die Hölle aussieht. Ich dachte, ich kann alles aushalten. Egal, was auch kommt. Aber dieser Job, der sollte eigentlich leicht sein. Schnelles Geld. Ach, das ist mir zu anstrengend. Oh, schwierig, ne? Ich habe genug Scheiße gesehen, um zu wissen, dass es immer noch schlimmer kommt. Und das war erst der Anfang. Vielleicht bin ich ein Feigling. Es ist mir egal. Dies ist der einzige Ausweg, der mir noch bleibt. Okay, cool. Okay, cool. Ist mir egal. Ich will töten. Ne, ich will die Munition haben. Habt ihr eine Cam gezeichnet und du keine hast gerade? Oh, schau uns eine Cam gezeichnet. Warte mal, die gucken wir uns mal kurz an. Hast du mir die auch geschickt, mein Lieber? Ja, hast du doch gerade geplumpt. Hell yeah! So sehen wir aus. Das will ich euch nicht entgehen lassen, Leute. Wartet mal. Ja, komm ich hier. Das will ich euch zeigen. Moment. Warte, wir machen den Frame hier wieder an. Hab ich... Was denn? Aber ich will doch zwei Likes haben. Kriegst du zwei Likes haben kann. Nicht. Ist so geil. Kann ich dich ärgern? Kann ich dich ärgern, wenn ich so mache? Nein? Schade. Ich verstehe das nicht. Ich habe irgendwas gedrückt und es ist was passiert, aber ich weiß nicht was.
Okay. Oh Mann. Ich weiß, was ich mache. Es wird dich zwar nicht erfreuen, aber ich weiß, was ich mache. Was machst du dann? Ich sprenge die Hunde. Nein! Wer? Das? Wie werfe ich? Mit X? So wie du schießt. Hell yeah! Warum schießt sie denn nicht? Yeah. Ah, warum schießt sie denn nicht? Ich hab grad 300 mal X gedrückt. Du drückst doch R2, um zu schießen. Nein. Ja, yeah, komm, wir haben den Cam. Danke schwer. So sehe ich aus. Oder? Nee, das bin ich. Ich hab... So sehen sie aus. Genau so, Alter. Genau so. Du musst die Grab mit dem Steuerkreuz auswählen. Du hast das nicht mal ausgewählt. So, haben wir. Konzentriere mich einmal nicht auf das Spiel. Ganz okay, bin ich auch. Das ist böse Lächeln. Ja. Ich hätte mich vielleicht heilen sollen, wenn ich gesünder bin. Ja, aber das wäre gut. Irgendwie hätte ich gerne eine Jacke an. Ich finde das immer so krass in Horrorfilmen, dass man, weil die ja immer überall Blut haben müssen, immer T-Shirts anhaben im besten Fall und so. Glaubst du nicht, sie hat andere Probleme, als dass ihr kalt ist? Nein. Aber ganz ehrlich, wenn ihr den ganzen Tag in so einem Ding rum, ich hätte mir spätestens von dem letzten Cop da die Weste angezogen, dann hast du wenigstens Sicherung. Ja, hätte ich auch. Also, irgendwie eine Panzerung oder so angezogen. Naja, ist sie dumm, Alter? Scheiß Chantal? Aber die laufen alle im T-Shirt rum. Ja. Das ist so dumm. Wir sind so viel klüger. Scheiße. Komm wieder, wenn du mehr erfahren hast. Ich glaube, wir sollten wiederkommen, wenn wir wieder mehr Leben haben. Er hätte sich verwandt. Boah, kannst du bitte nicht schneller reden? Gern geschehen. Danke. So, die will ich haben, weil ich cool bin. Im Gegensatz zu dir. Das sollten wir nicht lesen. Du willst das nicht lesen. Ich bin hier für die Story. Boah, ich kotze gleich. Mann, ich hab Munition. Boah, wir sind nicht, ey. Ja, also noch zwei Schuss. Aber da war doch auch Munition. Ja, bei dem anderen, bei der anderen Leiche. Oh, fuck. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe nochmal zurück und speichere nochmal. Also schwer ist nur hier wegen dem Ass. Wegen welchem Ass? Wegen ihrem Ass. Yeah. Kann man da die ranzoomen? Ja, da kannst du vielleicht. Also, wir sehen sehr oft ihren Ass. So, warte. Und dann? Nein, so rum. Und dann runter? Nee, geht nicht. Ich kann nur... Geh nicht. Wir haben perversen Sicherung. Sorry, schwer. So, und dann? Doch. Warte. Ich hab's gleich. Ja, okay. Viewerzahlen gehen jetzt auf jeden Fall hoch. Danke dafür. Ich bin übrigens der Eventler. Yo, Korrex, als wir. Cancel. Tänzel. Rapunzel, ich heiße Tunzel. Ich erinnere mich an das Schatzsucher-Event, das war übel cool. Von dem Ass-Shows von Mexiko. Hell yeah. Das hier ist ein bisschen heller. Ein bisschen knackig. Hier ist ein bisschen heller, vielleicht kann ich das so ein bisschen... Leute. Da, Leute. Ja, 13 Quadratzentimeter. Mann, das regt mich auf. Warum? Ja, weiß nicht, weil es vielleicht nicht darum geht, du Perverse. Wenn jetzt die Treppe hochgeht, dann... Oh, wahrscheinlich liegt noch nicht mehr knapp in der Steuerung. Die Reaktion ist... Oh, oh ja. Warum ist nach oben und nach unten nach oben und nach oben nach unten? Das ist so unlogisch. Ja, Ahnung. Ich habe das Spiel nicht das probiert. Das ist aber nur bei so Kack... Was willst du mir sagen? Bei der Maus wäre das nicht so. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das kannst du vielleicht umstellen. Wollen wir mal gucken? Was ist denn da? War ich da auch? Doch, da war ich auch eben. War da nicht die Munition oder so? Da waren die Hunde, fuck. Oh, scheiße, okay. War ich da nicht eben? Ist da nicht irgendwas passiert? Ich wundere mich.
und das wollte ich haben. Danke, Bruder. Das Invertierte kann doch bestimmt ausstellen. Ja, das glaube ich auch. Wollen wir das mal ausstellen? Was? Das, das hier oben ist und unten und so? Bestimmt. Ja, wollen wir das mal machen? Nein. Okay. Ich muss jetzt erstmal hier ausrüsten. So, das habe ich jetzt gemacht, okay? Okay. Habe ich extra deswegen Stopp gemacht. Okay, eben. Okay. So. Okay. Ich habe das eben abgerüstet, okay. Oh mein Gott! Jetzt habe ich ja die Granate in der Hand. Hast du, ja. So. So. Und jetzt muss ich zielen? Ja, jetzt musst du zielen. Ich kann ja nicht so schnell zielen. Oh fuck. Ich bin so dumm! Sehr gut, Schatz. Effektiv. Habe ich jetzt eine Waffe? Nee, du musst jetzt eine auswählen. Ich hab nur 6 Schüsse. Ich werde die safe daneben schießen. Du bist übel gebumst, Alter. Ja, halt wirklich. Willst du nicht lieber zurückgehen und Heilung suchen oder so? Nee, da war keine Heilung mehr. Ja, du hast ja nicht überall umgeguckt. Nee, vielleicht. Weil ich auch Angst hab, weil ich sterbe. Ja, vielleicht stirbst du dann nicht so sehr wie hier. Doch, das sind ja auch Monster, die mich umbringen. Ja, aber keine Hunde, die sind übel krass. Wie oft muss ich auf dich drauf schießen? Keine Ahnung. Es ist unterschiedlich, je nachdem, wie schwer du eingestellt hast. 2-mal wahrscheinlich. Ich glaub mehr. 4-mal oder so. Das sind 2 Hunde. Schaffe ich nicht. Ja. Du musst an ihnen vorbeirennen oder so. Keine Ahnung. Da kommt sie. Fuck. 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 Mann! Ich schaff das nicht. Ich bin zu dumm dafür. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht löst du die Granate, wenn sie auf dich zurennen. Vielleicht hat das dann. Ja, dann rennen die dran vorbei. Ja, aber so haben sie sich ja nicht mal gemerkt. Bin dann aber fies beziehe ich erstmal, aber das ist okay, weil der Chat mir versprochen hat, dass du jetzt häufiger streamst. Schwer, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Übel korrekt, wir sehen uns, Mann. Und ja, ich werde öfter streamen. Danke für die nice Facecam. Für 2 Euro können wir die gerne, wie nennt man das, freistellen. Was? Also wenn ihr die haben wollt, das Bild, dann 2 Euro. Mindestens 20, Leute, 200. Versteigerung läuft ab jetzt. Die Granate muss man vorher auswählen, um sie werfen zu können. Ja, das haben wir ja gemacht. Ich hab sie doch ausgewählt. Ja, hast du. Was ist los mit dir, Thor? Was ist das eigentlich? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich hole mir die Munition und gehe ich aus der anderen Tür raus. Ja. Ich hab keinen Bock mehr, das immer wieder zu wiederholen. Überstressig. Ja. Ich weiß, dass er erschossen wird. Wie überspringt man dieses Gespräch? Es gibt auch Momente, wo meine Gegner das einfach in die Fresse schlagen. Wo überspringt man das Gespräch? Du drückst hier. Ja, okay. Und drückst hier. Naja, ja, war kein Munition. Doch, da waren. Nee, das ist nur das dumme Buch. Ist egal. Scheiß Buch. Scheiß drauf. Ah, ich habe ja so Schmerzen. Ah. Boah, okay, Alter. Und was ist im Spiel? Hä? Mann. Ich verstehe deine Sitze nicht. Du hast so Schmerzen, aber was ist denn im Spiel? Hast du da auch Schmerzen? Im Spiel? Ja, hier. Ja, habe ich Schmerzen. Ich bin jetzt schon auf Warnung. Ich weiß ja nicht, wie ich das alles überleben soll. Auf der anderen Seite sind 1000 von Monstern, die mich umbringen wollen. Jetzt weiß ich nicht, was schlimmer ist. Monster, die auf mich zurennen oder Hunde, die auf mich zurennen. Ich glaube... Aber ich bin für die Hunde noch nicht bereit, das weiß ich. Und ich weiß nicht, wie die Schrotflinte ist. Deswegen tue ich jetzt das da schon mal rein. Ja, ist eine gute Idee. Du kannst ja jetzt die Schrotflinte, glaube ich, holen, wenn du sie wieder findest. Ich glaube, ich finde sie nicht wieder. Okay. Ich speichere nochmal. Sicher ist sicher. Das stimmt. Hinterher habe ich das einmal nicht richtig gespeichert, aber jetzt, ach egal, ich bin zu dumm. Nein, nein, du bist nicht dumm, alles entspannt. Ist doch nicht gut hier. Hier war doch nur das ganze Feuer. Ja, ist ja jetzt... Die ganzen Monster. Ja, die sind friedlich. Voll! Guck dir den Opa an! Oh, fuck. Oh Scheiße. Ich bin tot. Hä? Ich sehe nichts. Doch, jetzt. Okay. Alles lecker.
Das schmeckt. Ja, gönn doch einen leichteren Schwierigkeitsmodus. Nein. Okay. Entweder so oder gar nicht. Dann höre ich sofort auf. Oha. Ja. Okay. Dann musst du alleine weiter spielen. Ich trau mich das nicht. Opfer. Ja, danke. Gut, dass ich hier gespeichert habe. Da kann ich ja jetzt einfach durchrennen. Mhm. Okay. Machen wir uns bereit. Opi wird uns fressen. Opi wird uns fressen. Wie war das nochmal? Opi und Opium und so? Opi und Opium. Nimmt Opi zu viel Opium, bringt Opium Opium. Das ist nicht Opium und nicht Opium. Oh. Scheiße. Da war so 3 Stunden bis er nicht wird. Da will ich es mal probieren vielleicht. Ja. Okay. Viel Spaß. Danke. Willst du den Sound haben? Nee, ist okay, behalt ihn. Behalt den Sound. Ich will nur, dass wir irgendwie weiterkommen. Ja, ich hab's versucht. Ich weiß. Opi ist einfach stark. Opi ist einfach zu krass. Stell mal vor, er hätte so einen krassen Opa. Wäre heftig. Wie weißt du nochmal aus? Hä? Wie weißt du nochmal aus? Oben rechts. Ich weiß nicht, was das für ein Knopf ist. Ah, nicht okay. Gut genug versucht. Stimmt. Ein Versuch ist gut. Du bist direkt tot, wenn er dich erwischt, ne? Das ist der Knopf. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Wenn ich einer erwischt, bist du tot. Da brauchst du ein krasses Schloss für, hast du mir gesagt. Ah ja, scheiße. Mir geht's gut. Ich glaube... Unten links war noch mehr Monster. Ich glaube... Das hier kann man öffnen, oder? Jo! Boah, gut, dass du mir sowas sagst. Da waren richtig viele Kisten. Ich war mir nicht sicher, sorry. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt an einer Stelle. Ey, hätte ich das gewusst, ich wäre jetzt Profi. Ja, das stimmt. Jetzt hätte einfach alles geändert, weil auch bei dem Hund waren gerade noch 3 Kisten. Warst du da oben schon? Ja. Opi und Opium. Erzähl uns doch mal was. Erzähl mal von deinem Leben. Meinem Leben? Ich esse gerne Donuts. Ja, oder? Wollen wir uns Donuts kaufen? Wann denn? Jetzt? Leute, das Spiel ist vorbei. Ciao. Wir haben 21:50 Uhr. Scheiße. Und nicht an jeder Tankstelle gibt es Opium. Achso. Nein, also nicht Opium, sondern... wie nennt man das? Ich hab's vergessen. Ich bin nicht gut und sowas. Damit kommen wir an den Hunden vorbei, habe ich gehört. Sicher? Keine Ahnung. Mir ist kalt. Also nicht wirklich, aber ich hab Angst. Ich laufe nochmal zurück zu den Hunden und dann probierst du es mit dem Gewehr, okay? Nein, du probierst es mit dem Gewehr. Du probierst es mit dem Gewehr. Aber speicher es erst ab, bevor du dahin rennst. Oh, okay. Speicher ab! Speicher ab, bevor du da durchläufst. Oh, oh. Schnell, schnell. Nein, entspannt. Wird schnell. Ich wusste gar nicht, dass sie durch die Tür kommen. Ja, das ist ja aber auch voll überrascht. Ich wusste auch nicht, dass sie das können. Wow! Ja, er ist einfach ein Löwe. Wo war denn der Speicherpunkt da, ne? Links, rechts, links. Links, rechts, beides? Links, nach vorne, nach hinten, von links, nach rechts. Ach so, da weiß ich ja jetzt übel Bescheid. So. So. Uncle Benz läuft mich noch nach Hause zu dem Hund und dann mache ich den Scheiß. Bin ich Uncle Benz? Ja. Boah, ich bin übel lecker, Leute. Jenny. Ich bin die Jenny. Johnny und Jenny und Jimbo und Dimbo. Bumbo und... Ah, nein! Du bist tot. Ich bin tot. Okay, du bist dran. Ja, frisst er mich dann direkt auf. Ich bin nur gestorben, weil du so dumm bist. Ja. Du bist schuld. Nein, hier bin ich gestorben. Hier bin ich schuld. Ich hab fast eine ganze Stunde ausgehalten. Ja. Und du? Und du warst keine 2 Minuten am Spiel und bist erstmal gestorben. Ich habe jetzt halt auch Angst, ne? Und jetzt also, dann nochmal nach 10 Minuten. Hast 2 Tode verursacht. Ja. Lost der Boy. Lost der Junge. Einfach verloren die Seele. So. P
Wie heiße ich nochmal? Jenny. Genau. Jenny. Weißt du? Am Sterben. Will versuchen nochmal zurückzukommen, war das größte Problem. Wie heiße ich nochmal? Das war geplant. Ich wollte dir nur zeigen, dass du ganz gut warst. Ach so! Ich wollte das alles gleich halten und strukturiert. Ach so! Nicht, nein, wir wollen nicht auf leicht spielen. Wir sind harte Gamer. Sehr hart. Jo. Aber du hast dich sehr gut angestellt bis jetzt. Ohne Scheiß. Bis jetzt gerade. Ich weiß. Nein, du spielst jetzt. Lasst euch nichts einmerken, Leute. Aber ich hätte gerne dieses Wunderland. Ohne diese Monster. Das Reiche der Schatten freut sich über deine Seele. Danke dafür. Welche Seele? Meine oder seine Seele? Scheiße, ich bin falsch gelaufen. Ich meine, meine Seele ist schöner als seine Seele. Oha! Meine Seele ist fucking wunderschön. Aber meine ist friedlich und da sind Donuts drauf. Fuck, die machen Donuts-Werbung, deswegen haben wir Bock auf Donuts. Ich sag's dir. Ich sag dir, wie es ist. So und nicht anders. Du kommst da nicht mehr vorbei, du musst die erschießen oder stechen oder bombardieren. Nicht damit, ich brauche das für meinen Hund. Du Otto. Keine Sorge, du hast es wieder. Danke dafür, beide. Wir wollen beide sehen. Ach, scheiße, ich... Wir wollen mal ein Schattenreich? Was für ein Schattenreich? Ja, das ist ein legendäres Reich, wo du hinkommst und du in ein Yu-Gi-Oh! Kartenspiel verlierst. Ich kenne nur Mordors Schatten. Und das ist ein Spiel, was sehr alt ist und was nur auf meinem PC funktioniert. Ja, auf meiner nicht. Wir wollen sonst weil spielen. Windows 7. Ja. Na, aber ich habe früher ganz viel auf dem PC von meinem Bruder gezockt. Der hatte so einen ganz neuen Acker? Azza? Archer? Ah, no. Was hast du denn gespielt? The War of Shadow. Okay, cool. Das war mein Lieblingsspiel. Bei dem jüngeren Bruder oder bei dem älteren? Bei dem jüngeren, als ob ich bei meinem älteren chille. Weiß ich nicht. Nein! Warum? Ich komme nicht an beiden vorbei. Ja. Kopf, Nuss an meinen Tod, Alter. Ich krieg's nicht hin. Nee. Okay. Lass mich in Ruhe. Ich bin sauer. Dein Abrabo Yu-Gi-Oh! Kannst du dir aber noch abholen, doch gerade. Ja, es wird bestimmt irgendwann passieren. Ich habe tatsächlich mal geguckt bei Duelist of the Roses. Oh, das Samsung-Kanal. Ich habe das nicht so gefunden. Ich habe versucht, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Es war legendär. Was ist legendär? Yu-Gi-Oh? Oder dass ich das versucht habe zu spielen? Dass du das versucht hast zu spielen. Ja. Aber theoretisch beides, weil es dir legendären Karten gibt. Aber Okay, ich muss jetzt erstmal die Waffe finden, die ich brauche. Die habe ich, oder? Ist das die, die ich ausgewählt habe? Das ist die Pistole, die normale. Habe ich mir die ausgewählt? Du hast die jetzt ausgewählt, ja. Gut, sicher. Ja, hat sie in der Hand, die Frau. Janine. Kann ich die Tür aufmachen? Irgendwann 2077, ja. Hä? Ich verstehe das nicht, das ist so unlogisch. Okay. Ich verstehe das nicht. Ich schaff das jetzt, ja. Gamer-Modus ist auf jeden Fall an. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch, ich hasse das. Kann ich nicht einfach mit meiner Maus spielen? Nein, keine Mäuse hier. Ich hätte gerne eine Maus. Pack sie wieder ein. Wollen wir uns eine Maus holen? Also eine echte? Als Haustier? Und dann eine Katze, damit die am Ende die Mäuse ist. Wenn die sich vermehren. Und wenn wir da ganz viele Katzen haben, brauchen wir auch noch einen Hund. Ja. Oder irgendwas, was eine Katze ist. Ein Dachs oder so. Weiß nicht. Ein Dachshund. Ich bin so dumm, Alter. Ja, okay. Du bist deiner Seele, der Schatten. Auf Ansage, Bart. Du bist tot. Deine Seele ist im Reich der Schatten. Wie wäre es mit einer Eule? Oh, hell yeah. Ich hätte gerne eine Eule. Magst du Eulen? Eine Eule? Ja. Ja. Ich spreng sie jetzt einfach alle in die Luft, okay? Kennt ihr die Eule aus Harry Potter? Ja, ich glaube, da kennen die meisten Leute die Eule von. Leute, kennt ihr diesen Zauberer? Der hat einen Tüpfer. Kennt ihr ihn?
Spider-Schwein, Spider-Schwein. Die frisst die Mäuse auch und ist nachts draußen. Also ich bin ja für ein Schwein. Schwein ist auch cool, weil das ist ja einfach alles, was Bartek kocht. Das ist gut, da muss ich das nicht mehr essen. Ja. Also meine Kochkunst hat sich schon um einiges verbessert. Die frisst die Mäuse auch und ist nachts draußen. Ja, aber ich glaube, wenn die in der Natur ist, dann ist sie da glücklicher. Ja, lass die kaufen und einfach aussetzen. Ich hatte, wie so Rabeneltern. Ich hatte eine Schleiereule bei mir zu Hause und die war super süß. Die ist jede Nacht an mein Fenster gekommen, freiwillig. Oh, ich habe mich so gefreut. Ich glaube, der hat da genistet irgendwie im Dach. Voll cool. Ja. Ein Spider-Schwein. Ist ja cool, wenn ein Schwein 8 Beine hätte und überall hinlaufen kann. Das wäre schon cool, ja. Ich glaube, wir müssen Human Centipede nachspielen. Boah, nee, ey, hier. Wir haben den dritten Teil noch nicht gesehen. Wo sind wir? Haben wir es geschafft? Ja, danke schön. Echt? Ja. Du läufst falsch. Wir müssen durch die rote Tür. Warum? Da geht's weiter zu den Hunden. Aber ich werde sterben. Nee, du hast jetzt die Flinte. Damit schaffst du das. Sicher. Easy. Ich kann aber nicht schießen. Egal, du musst du grob treffen, die streut. Hä? Warte. Du kannst theoretisch hier einfach drücken, wenn du nicht in diesem Menü bist, um die auszuwählen. Ich bin dumm. Nein, nein, bist du nicht. Ich habe sogar die Brille an als Richtung. Das könnt ihr leider nicht sehen, Leute. Aber ich sehe nichts, ich bin dumm. Hä? Schieß doch! Schieß! 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 Du musst aufhören zu schießen! Nein! Aber guck mal, ich habe ihn getroffen. Er ist auch getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ja, ich bin mir sicher, das Loch war davor nicht, ja. Hä? Was ist passiert? Nein. Was ist passiert? Ja, das ist gut. Ich habe nicht verstanden. Okay. Das hat mir wehgetan. Seelisch. Das tut mir sehr leid. Wenn sie umgeworfen... Was? Was? Wenn sie umgeworfen und Schaden bekommen, habe ich nur gelesen. Aber ja, Schaden bekommen war das Ende. Und umgeworfen war das der Anfang. Also ich weiß nicht, was da stand. Ja, dann ist ja gut. Aber guck mal, der Flinte geht das doch schon viel besser, oder? Ja, ja. Ich schieße einfach da so einen Stromkasten, da schieße ich die gegen. Ja, ja, ja. Ist voll geil. In der Hoffnung, dass das klappt. Ja. Und kriege erstmal wieder einen Herzinfarkt, weil die Monster sich richtig schnell auf mich drauf bewegen. Ich finde das gut. Halleluja. Das ist ein guter Plan. Also ich habe Grund auf Resident Evil 3, geht zurück bei Resident Evil 2. Übel Bock. Schön antikologisch. Ich habe mal Resident Evil 2 gestreamt. Vor Ewigkeiten. Ja, warte, ich glaube, ich lebe noch. Okay, okay. Alles gut, konzentrier dich. Es lebt doch. Schieß. Oh, du musst die Waffe wechseln. Okay, nein, er ist tot. Okay, das ist cool. Nein, er ist nicht tot. Oh Gott. Aber warum sagst du denn nicht? Wieso hast du denn die Waffe nicht gewechselt? Du hast keine Munition mehr. Ich weiß nicht mehr, wie man die wechselt. Ach Mann. Du hast was geschafft. Willst du nicht noch probieren? Okay, ich mach das jetzt. Ich weiß nicht, wie man die scheiß Waffe wechselt. Ich kann mir das nicht behalten, weil diese Scheiße mich in meinen Kopf will. Ich weiß nur, wo WASD ist und meine Maus. Und Leertaste und... Reicht ja auch, ganz ehrlich. Enter heißt Kenter. Ja. Resident Evil 2 war mein erstes Resident Evil. Sick, oder? Ich finde Resident Evil 2 auch richtig gut, aber auch das Original auf der Playstation. Das habe ich auch gespielt als Jugendlicher. Fand ich geil. Jugendlicher, du bist doch immer noch jugendlich. Nein, ich bin ein erwachsener Mann. Siehst du nicht, wie erwachsen und ernst ich bin? Ich sehe, wie erwachsen du bist. Du rennst durch die Gegend und überrascht Leute. Mein Name ist Janine. Jenny. Meine ich finde es toll, dass jeder von uns hier einen eigenen Namen gegeben hat. Jessica, Jenny, Janine. Warum kannst du die so gut abschließen? Warum kann ich das nicht? Weil ich nicht ausraste und Geduld habe und du es dir. Ich raste nicht aus, ich habe einfach nur Angst. Nein, schnell! Hä? Was ist passiert?
Er war verschwunden. Also Bruder, ich muss los. Weggeflogen. Du solltest die Waffe wechseln. Ja. Ja, sollst du die Waffe wechseln? Oh, was ist denn hier los, Alter? Wir können jetzt ansehen, wie das Spiel funktioniert. Ja, steht da unten. Okay. Jugendlich von Aussehen vielleicht? Jacqueline. Das ist fast dasselbe. Weiß ich nicht. Bin ich jugendlich vom Aussehen, Schatz? Nein. Ich bin ein alter Mann. Ein alter, geschundener Mann. Du bist kein alter Mann. Du bist hässlich. Danke. Wie war es nochmal mit den drei Likes? Oh mein Gott. Er ist einfach vorbei. Ich fand, du bist hübsch, als ich dich geschminkt habe. Ja, das war auch ein krasser Stream. Nein! Da habe ich mich aber auch nein! Gefunden. Nein! 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 Mann! Wie soll ich das denn machen? Ich kann doch nicht die Hunde überleben und dieses fucking Vieh. Es ist halt schwer, nee. Weil wir wenig Leben haben. Aber ich hab doch gesagt, dass ich Mittel haben will und nicht ultra, also ultra schwer. Ja, es ist Mittel. Nein, es ist nicht Mittel, es ist schwer. Wo bleibt die Wiederholung? Welche Wiederholung? Oder zwei und so. Drei Likes dafür. Nein, gar nicht. Oh, guck mal, du bist wieder hier. Hey. Du bist direkt nach den Hunden. Viel Spaß. Sie haben Controller falsch rum. Weil ich ihn hier so gegeben habe. Sorry. Wie war das nochmal? Nee, da waren wir richtig. Kann ich nicht einfach das da aufschlucken und dann... Was denn? Das Messer? Oder die Munition? Die Munition. Ja, du kannst ja mal welchen Leben machen. Mal gucken, wie sehr dich das heilt. Vielleicht ein bisschen. Sehr eisenhaltig. Du schaffst das. Thanks. Ne, ich weiß nicht, wie ich dich so umbringen soll. Ja, schießen einfach. Ja, aber wie kann ich denn... Ja, schön, schön, schön. Genau. Ah! Immer rein, immer rein. Wo ist sie denn? Keine Ahnung. Ja, okay, ich laufe jetzt einfach. Lauf, 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 genau. Nein! Ich bin nicht der Zombie, ich bin nicht der Feind! Wieso greifst du mich an? Also ich frage mich ja, ob ich immer noch nach einem Ausweis bei einem Buch gefragt werden würde. Vor ein paar Jahren ist das tatsächlich noch so. Ich bin jetzt auch noch von außen ein Bube. Vom Geist eher der Boomer. Ein sogenannter Bube. Ich wurde schon mit 16 nicht mehr nach meinem Ausweis gefragt. Du siehst aber immer noch sehr jung aus. Aber seit ich 16 wurde ich nicht mehr gefragt. Ich glaube, es ist einfach so, weil sich so viele junge Menschen mittlerweile schminken, sind dann die Menschen, die sich nicht mehr schminken, automatisch älter. Ja, vielleicht. Aber ich wurde mit 18 noch gefragt nach einem Ausweis. Ich nicht. Es war auch eine andere Zeit. Ja, aber ich kann auch kein Alkohol für 18-Jährige kaufen, wenn ich aussehe wie 12. Ja, außer es ist den Leuten scheißegal. Was ist den Leuten noch nicht scheißegal? Manchen Verkäufern ist das scheißegal. Nein. Aber seit ich 18 bin, wurde ich immer gefragt. Okay. Ist einfach behindert im Kopf. Ja, dann ist das wohl jetzt so. Ja. Ja. Gerade in Lübeck, wo ich mich hier geschminkt habe. Schlimm. Ganz schlimm. Ja. Ich hatte Zeit. Zeit, das Geld, alles. Ja, ich hatte nichts anderes zu tun. Es ist immer so eine Sache. Es ist zu lernen und mich zu schminken. Oh. Jo, Kinder! Er war übel besoffen. Time. Bring the time of your life. Ooh, see that girl. Watch that scene. Digging the dancing queen. Und sie setzt sich sogar die Hand auf ihr Herz. Okay. Ich glaube, weil sie verblutet. Also mit 16 wurde ich tatsächlich noch gefragt, aber ein Ausweis beim Büchern ab 12. Bei Büchern wurde ich nie gefragt. Ah, habe auch nicht so viel ausgeliehen in meinem Leben. Oder gekauft. Wie kann das sich denn so fokussieren? Ich muss stehen bleiben? Genau, du musst stehen bleiben und es ist fokussiert. Okay, also von... Genau so. Ganz ruhig. Schieß, ja. Geil, oh. Immer rein.
Ja, wundervoll. Jetzt noch Ulrich. Schön. Sehr gut. Mit Pfeil und Bogen ist es ein bisschen einfacher. Das glaube ich. Aber wir spielen hier nicht Tomb Raider. Ach, da wär's so. Ich glaube auch. Ja. Komm, du bist ruhig geblieben und alles easy. Jetzt steht er so wieder auf oder so. Geile Schießpulver. Die Scheiße wieder. Ich muss mich ganz kurz beruhigen, weil ich habe Monstergeräusche für Angst. Ja, ich verstehe ich aber. Das ist aus wie 7, no hate. Ich weiß gar nicht, wie Thor aussieht. Wer ist Thor? Achso, scheiße. Ich wollte ja nicht. Warum sag ich das so die ganze Zeit? Warte mal. Oh, okay, warte. Chill! Nein! Ah. Moment, wenn ich Angst habe, deine Knie in meine Fresse zu bekommen. Mann, ich dachte, Frauen halten zusammen. Diese Frauen nicht. Nein, wir wollen nicht davon. Aber ich hab sie doch getötet, wie kann sie denn wiederbeleben? Ja, die Zombie, die war schon tot. Kaum. Magie. Ich bin ein Zaubertier und ich brenne hier. Mein Herz ist so steil, ich will nicht hier sein. Ach Mann. Hier und hier reimt sich nicht, das ist schon dumm. Okay. Das ist schon hart, ja. Verstehe ich. Achso. Erinnerst du dich das letzte Mal, als du nach deinem Ausweis gefragt wurdest? Ich? Ja. Ja. Wo war das denn? Verrate ich nicht. Okay. Das ist nichts Wichtiges. Okay. Du solltest das nicht wissen. Ach so. Nicht in seiner... Ich dachte, da fällt dir vielleicht aufs Mark. Das würde mich glücklich machen. Ich glaube, er lebt noch. Ist mir egal. Der steht schon wieder auf. Hä? Hä? Der ist halt noch gut. Warum sterben die denn alle auf? Weil die noch gelebt haben, klar. Aber jetzt, wo die eh alle tot sind, safe, gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Sind die wirklich safe tot? Safe. Wenn die einmal schon aufgestanden sind, sind die jetzt safe tot. Und er ist aber noch nicht das erste Mal aufgestanden. Doch, doch. Ich glaube schon. Nein. Egal, ich gehe da mal weiter. Boah, 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 boah. Ein rotes Kraut. Lecker, schmecker. Ist das mal. Nee, kann ich nicht. Die roten kann ich nicht roh essen, leider. Warum kannst du das denn nicht? Es schmeckt einfach nicht. Du musst halt beides rauchen. Warum denn rauchen? Ich will das doch essen. Ja. Isst du Kräuter oder rauchst du die? Ich esse was die. Okay. Ich esse Löwenzahn. Okay. Leute. Habt ihr mir mal eine Löwenzahnsuppe gemacht? Mach mir eine Löwenzahnsuppe. Oh, ich habe weitergeschrieben. Das Bild war von der 8. Klasse. Lass mich. Ich sehe trotzdem nicht viel älter aus als dort. Ich habe auch bis heute keinen Vollbart oder irgendwas, was dem nahe kommt. Einfach für immer ein Milchbubi. Oh. Aber das kommt noch. Mach dir mal keinen Kopf. Aber er hat Löwenzahnmarmelade gegessen. Oh, lecker. Kann man auch machen. Habt ihr Pfefferminzmarmelade oder Likör schon mal gegessen oder getrunken? Okay, das zählt. Getrinken ist auch fast dasselbe wie essen, oder? Kräuter kann man auch trinken. Kann man. Pfefferminztee. Kann man. Ich mag Pfefferminztee. Trinkst nie Pfefferminztee? Ja. Ja. Aber nur weil ich die gute Pfefferminze aus dem Garten gewohnt bin. Okay. Das ist ein Unterschied. Denn die ist besonders gut, das ist wahr. Ich erinnere mich noch an den Tee, den wir da gemacht haben. Und es haben. Gibt verschiedene Sorten, die alle ultra geil sind. Jo. Die eigenes Aroma haben. Jo. Die Zitronen mit Pfefferminze ist immer noch die beste. Wenn wir mal bei dir sind, lass mal wieder Pfefferminztee saufen. Übel Bock. Hast du gespeichert? Habe ich gerade gemacht. Ich hänge mir hier einen Wassersack im Wasser. Ja. Gut, Leute, aber wenn wir weiter im Wassersack hängen, das erleben wir das nächste Mal. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um es erstmal aufzuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr euch so im Chat stark beteiligt habt. Großer Fan davon. Und ja, ihr könnt davon ausgehen, dass ihr öfter mal uns da im Stream wiedersehen könnt. Also ich habe gehört, Ballard Bock auf russisches Kochwasser. Immer.
Immer, immer in Shots, aber leider nicht auf Twitch. Bring vorbei. Also, reine Dark Souls. Ich gebe dir 3 Monate. Also, das Ding ist, ich würde gerne, aber das darf ich dann nicht streamen auf Twitch, wegen der Richtlinie. Da ist Alkohol eh. Aber auf YouTube geht das. Aber ich habe eh noch vieles vor mit dem Format. Dazu kommen wir aber ein andern Mal. Vielen Dank nochmal fürs Zugucken, Leute. Einfach YouTube-Ära. Ja, genau. Also, wie gewohnt. Haut rein. Und ja, tschüss. Willst du noch was sagen? Nein. Schade. Die sagt nicht mal tschüss ein. Mein Herz ist immer noch am Pulsieren. Tut mir leid. Ja, ciao. Schönen Tag noch. Ja, ciao. Reicht jetzt auch, Alter. Und schlaf gut. Ich träum was Schönes. Genau, und schlaf gut. Ordentlich Pfefferminztee und Brennnesseltee. Und russisches Kochwasser. Genau. Tschüssi. Haut rein. Ciao, ciao.